So, jetzt haben wir wieder ein schönes Thema, oder? Heute Morgen am Frühschopf haben wir gelacht. Zum Beispiel, Sie haben eine alte Uhr daheim und die alte ist zu blind, um die Uhr aufzieht, dass sie läuft. Was braucht man? Einen jungen Mann, der die Uhr aufziehen kann. Auf geht's, Buben, singen wir das. In meinem Zimmer, da hängt eine Uhr, die braucht gar oft eine Reparatur. Und meine Frau, die ist zu blöd, die Uhr beim Aufziehen meist verrät. Da ich nun öfters auf Reisen bin, kann ich die Uhr nicht selbst aufziehen. Drum brauch ich einen jungen Mann, der das versteht und sicher machen kann. Bitte wollen Sie meiner Frau nicht mal die Uhr aufziehen, weil ich auf Reisen bin. Aber Vorsicht, bitte schön, immer langsam bis es dreht, sonst geht schließlich was kaputt, der Uhr bleibt stehen. Aber Vorsicht, bitte schön, immer langsam bis es dreht, sonst geht schließlich was kaputt, der Uhr bleibt stehen. Der junge Mann sagt höflich zu, ich ging auf Reisen dann im Nu. Und als ich Frankfurt kam, oh Freund, die Uhr ging geht's, genau noch lieb vor Zeit. Mein Frauchen sprach zu mir ganz schlicht, der junge Mann hat seine Pflicht. Ach bitte lasst ihn noch mal rein, wenn ich versprach's und sag zu ihm geheim. Bitte wollen Sie meiner Frau nicht mal die Uhr aufziehen, wenn ich auf Reisen bin. Aber Vorsicht bitte schön, immer langsam bis es dreht, sonst geht schließlich was kaputt, die Uhr bleibt stehen. Aber Vorsicht, bitte schön, immer langsam müssen es drehen, sonst geht schließlich was kaputt, die Uhr bleibt stehen. Als ich vom Reisen kam zurück, man brauche ich Schlag vor Liebesglück. Sie schloss im Bad die Fensterläde zu und schlummerte in süße Ruhe. Doch plötzlich klopft's, ich war empört, wer uns in später Nacht noch stört. Eine Stimme höre ich mit leisem Ton, pardon, ich glaub, wir kennen uns ja schon. Ja, ich wollte ihrer Frau noch mal die Uhr aufziehen, dass sie auf Reisen sind. Aber da sie nun hier sind, darum drücke ich ihr schwind, komm ein anderes Mal, wenn sie auf Reisen sind. Aber da sie nun hier sind, darum drücke ich mich geschwind, komm ein anderes Mal, wenn sie auf Reisen sind. Und diese Störung in jeder Nacht hat mich gewaltig aufgebracht. Und dass das nicht mehr vorkommen kann, schrieb ich sofort an einen jungen, jungen Mann. Werter Herr, ich danke sehr für Ihre Freundschaft und noch mehr. Ich danke auch für alle Zeit, für Ihre Liebenswürdigkeit. Nein, Sie brauchen meine Frau nicht mehr die Uhr aufziehen, wenn ich auf Reise bin. Sollte sie nicht wieder gehen, brauchen Sie nicht nachzusehen, bleibt sie eben, bis ich wiederkomme, stehen. Sollte sie nicht wieder gehen, brauchen Sie nicht nachzusehen, bleibt sie eben, bis ich wiederkomme, stehen. Ein schönes Lied. Den Text habe ich nicht so ganz mehr kennen, aber hat schon passt, gell?